Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wanderlust Reloaded. Das ist es, genau. Ich war gerade dabei, ein paar lustige Barrels zu machen. Ich habe ein bisschen Holz geholt hier. Für das Barrel. 1, 2. Für hier so, kann man den Pfeiler kurz wegtun. Cobblestone und, oh fuck. Ja, das habe ich vergessen, dass die Dinger sich ja drehen, wie sie lustig sind. Da muss man immer gucken, wo man die am besten hinstellt. So und so. Okay, gut. Sehr gut. Denn ich habe hier ein leichtes Cobblestone-Problem, aber das kriegen wir noch hin. Das klappt hier aber nicht mal, sondern hier. Okay, okay. Blöcke. Cobblestone und Compressed Cobblestone. Denn davon habe ich eine Menge. So, Kobbel. Und noch mehr davon. Ach Gott. So viel Cobblestone. Okay, okay, okay. Zack. Und was habe ich jetzt hier noch? Dirt. Dirt, definitiv. Zweitmeisten. Und dann, schwupp. Ja, läuft. Ich habe den Hammer schon gemacht. Ja, es tut mir leid. Und er hat auch schon einiges gemacht. 637 Blöcke und zwar für unseren Blood Magic Raum. Der inzwischen so aussieht. Ja, ich habe gebuddelt. Und jetzt wollte ich mal den Blutaltar dort aufstellen und mal alles zurechtlegen, was wohin gehört. Ach genau, und ich brauchte noch einen Barrel für normalen Stone, den ich gerade im Extruder machen lasse. Bäume wachsen hier echt unglaublich schnell. Den habe ich gerade erst gepflanzt und schon, hoppala. Ist er wieder ready. Naja, warum auch nicht. So. Hier noch ein Hölzchen. Flupp. Wunderbar. Fischchen essen. Nom, nom. Okay. So. Das kommt dann hier oben drauf. Plöpp. Oben. Output. Vielen Dank, das wird gesperrt. Und dann gib ihm. Sehr schön. Das kannst du mir direkt mal alles hergeben, denn das brauche ich für Brick. Also Bricks und... Was da raus? Ja, nein, nicht gell. Kabel raus. Die brauche ich erstmal nicht. Dann kann das darüber. Die auch nicht. Das darüber. Es ist so groß und doch so wenig Platz irgendwie. Naja. Okidoki. Stonebricks für Stonebrick Stairs. Die hätte ich gerne. Hatte ich nicht hier noch irgendwie? Ja, genau. So. Schwupp. Dann gucken wir mal, wie wir es denn gern hätten. Also, habe ich. Jetzt habe ich gar keine Dingensblöcke dabei. Ja, haha, schön. Hier, gib mal so einen Stack Cobble. Vielen Dank. Hoppala. Okay. Fragt sich halt, wie hoch ich das Ganze mache. Das ist eine gute Frage. Also, hopp, hopp, hopp. Hm, hier ist vorbei. Das heißt, hier kommt der Altar hin. Und hier die Blöcke. Hier kommen die ersten Runen. Schwupp, schwupp. Und hier der Altar in der Mitte, ja. Runen. Dann bergab, bergab, bergab. So. Dann kommen ja hier so. Hier die nächsten Runen hin. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, die Ecksteine kommen dann wieder weg.
Aha, aha. Du kommst weg. So. Hier die nächsten Runen. Dann hier wieder Stairs dran. Stairs, Stairs. Stairs. Und dann nochmal hier Runen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nein. Kann man mal. Gar nicht genug Cobblestone. Das passiert. So. Jo, mehr Cobblestone. Zack, zack. So, und hier muss ich die Treppe noch breiter machen. Das ist ja furchtbar hier. So. Du-du-du-du. Cobblestone. So. Ein weiter, ein weiter. Hier ist jeweils ein weiter. Und komm jetzt hier. Nochmal Stairs. Ah. Sehr schön. So. 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 Gar keine Stairs mehr. Nicht so schlimm, das. Oh. Super. Toll gemacht. Bravo. Applaus. Okay, also, hier mache ich trotzdem mal dicht für das Fallgefahr. Okay, dann mache ich noch ein paar mehr Stairs. So. Und mal nicht ganz so viele. Denn ich brauche mal noch Pfeiler für den Altar. Ersten Pfeiler kommen hier hin. 1, 2. Und 1, 2. 1, 2. Und 1, 2. Sehr gut. So. Weg. Aber die Stairs kann ich hier trotzdem schon mal rumstellen. Dann haben wir das schon mal erledigt. Hopp. So. So. Ups. Das ist Stairception. So. Wobei, die Cobblestone-Dinger hätten eigentlich bleiben können. Das macht im Altar nämlich nichts aus. Schlimm wäre es, wenn es Stonebricks-Blöcke wären. Das würde der gar nicht mögen, aber was soll's. Aber ich finde alles direkt ganz korrekt. So und so und so. Sehr schön. Kann ich die hier auch mal zumachen? Sieht hübsch aus. Und dann können wir schon mal den Altar hochholen. Und ich glaube, wo Glowstone kann ich schon mal draufpacken, einfach damit es Licht macht. Dann haben wir keine Monsterprobleme. Und es steht schon mal, dann brauchen wir uns darum gar nicht mehr kümmern. Wo ist denn mein Cobblestone? Müsstest du hier sein? Müsstest du nicht hier sein? Cobblestone. Ach, Cobblestone sag ich schon. Glowstone, wo bist du? Hey. Kann doch einfach weg sein. Glowstone? Ach, Mann. Aua. Entschuldigung. Vom Finger an der Spinne hängen geblieben. Das tat weh. Glowstone, da bist du. Da hast du dich versteckt. Kleines Schweinchen, du. 4. Nice. So. Plüpp. Plüpp. Plüpp und wir sind ready für Tier 3. Hehe. Gut, dann können wir jetzt schon mal das Ding runterholen. Dann haben wir wieder so einen Buffer füllen und ja. Gucken wir auch nochmal die Sache mit dem lustigen Healer. Ach nee, genau, wir könnten ja mal. Wo ist das hier drin? Das muss ich mal eben evaluieren, ob es das hier gibt. Blood.
Magic. Blood. Was ist das denn? Crystal Belger. Aha, aha. Das sieht lustig aus. Das ist die Bound-Rüstung. Aber ich suche was anderes. Aber ich glaube, es gibt es hier nicht. Dafür ist die... Doch, gibt es wohl. Blood Letters Pack. Genau. Das Ding ist nämlich eigentlich sauwitzig. Leder, Slate, bisschen Flint und Glas. Das ist nämlich ein richtig cooles Ding. Habe ich nämlich auch letztens beim Direwolf gesehen. Ja, und zwar... brauche ich dafür Leder. Und das haben wir jetzt, denn... Schaut mal hier. Das Zeug hat sich geledert. Hey, das ist super. Ich würde am liebsten direkt das nächste Beef-Gedönse aufhängen für mehr Leder. Wobei, das reicht, glaube ich, erstmal. Vielleicht. Oder auch nicht. Naja, habe ich überhaupt noch Zombie-Fleisch? Nö. Doch, noch mehr als genug. Supi. Okay, dann mache ich jetzt erstmal Leder-Chestplate. Dann Glas. Zwei Flint. Und, was ist das denn Cooles? Aha, aha. Ach, das ist, Forbidden Magic von Towncraft, für Blood Magic. Ein Eimer und ein Blank Slate. Gut, zwei. Eimer habe ich und ein Blank Slate. Sollte die noch rumfliegen? Nee, doch, warte mal. Blank Slate da. Jut, Blank Slate, Flinsky und ein Eimer. Macht uns die Blattleiter-Rüstung. Juhu! Dann seht und staunt, die haben eh keinen Dingens. Au. Ja, das Gewackel des Bildschirms geht wirklich ein bisschen auf den Sack, aber nicht so schlimm. Apropos, ich will noch was zu essen. Was zu essen? Habe ich hier noch was zu essen? Watermelon Jelly. Ist okay. So, dann, weil das zieht mir nämlich kontinuierlich Hälfte des Lebens ab und füllt damit die Brustplatte. Ich glaube, da passen 10.000 sogar rein, meine ich. Also eine Menge Blut passt in die Chestplate und die Chestplate kann man dann einfach mit einem Klick auf den Altar leeren. Das ist super praktisch. Das Einzige, was halt noch ein bisschen nervt, ist das Gewackel des Bildschirms. Aber ich glaube, das kann man so einfach nicht ausstellen. Dafür macht es wenigstens kein dieses Zack macht es nicht, zum Glück. Das wird uns erspart. So, Monster Drops, das kann zurück. Ja, das brauche ich auch nicht mehr. So, dann gehen wir mal eben den Altar hinstellen. So, willkommen an deinem neuen Standort, Alter. So, und so. Ich könnte ja mal die normalen Runen direkt auch mal zu Speedrunen aufwerten. Dafür brauche ich allerdings wieder ganz viel Blank Slates. Ich baue es erstmal so auf, damit wir Tier 2 haben und die Speedrunen sowieso erstmal greift. So. So. Okay, dann 2600, das ist schon mal gut, um so einen Internal Buffer zu füllen. Zack, leer ist das Ding. Und das Coole ist, das Ding packt nur so viel Blut in den Altar, wie der Altar auch tragen kann. Das heißt, wenn der voll ist, dann bleibt der Rest, der noch übrig wäre, in dem Pack drin. Das ist wirklich mega praktisch. So, was wollte ich jetzt tun? Ich wollte mehr... Genau, dafür brauche ich allerdings Transfer Nodes, die ich noch habe. Ja, die habe ich noch. Perfekto. Dann zwei Kisten. Die noch hier? Oder sind die alle leer? Nee, habe ich noch. Und Item Filters. Da brauche ich Strings. Filter. Redstone und Sticks. Wow, nur ein String. Wie viele Filter brauche ich? Ich brauche... Ach genau, und die Hyper-Dinger. Hyper Rationing, genau. Die machen es nämlich, dass... es immer nur ein Item pro Tick quasi genommen und entnommen wird. Dafür brauche ich hier noch zwei Buttons und Lapis Lazuli. Sehr gut. Habe ich gerade Steine da? Einen Stein? Nee. So. 2, 3, 4, 5.
So. Höp. Und höp. Buttonception endlich mal erlaubt. Und zwei Glas. So. Zwei Hyperrationing Pipes. Perfekt. Und mein Itemfilter brauche ich auch noch. Das war das. Und zwei. Und die Sticks. Und einmal String. Sehr gut. Dann, und zwar Blank Slate. Müsste funktionieren, oder? Blank Slate. Noise und die Item Transfer Purpose. Meine zwei Kisten, was ist hier los? Okay. So. Dann einmal hier, einmal hier. Kiste, Kiste. Schwupp, weg, 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 weg. Zack. So, fangen wir mit der an. Und einmal Hyper Rationing. Schwupp. Dann ist sie blau. Und hier ebenfalls. Oh, da muss ich mal unten dran. Hopp. Und das sind die. Genau, da habe ich noch eine in der Hand. In dem Ding jetzt gehabt. Sehr gut. So, jetzt. Itemfilter habe ich gemacht. Kommt auch hier rein. Sehr schön. So, wie viel habe ich denn? Keine Ahnung. Sehr gut. Schwupp. Dann habe ich sicherlich schon genug für. Da bin ich genug Steine. Ist natürlich auch clever. Gucken, ob das funktioniert. Mit hier Steinchen. Zack. Und natürlich meinem Divination Sigil. Divination, Divination. Da bist du. Hui. Das können wir wieder ansetzen. Anlegen. So, Divination, sage mir, wie viel haben wir? 4100, du ziehst auch nicht mehr in deinen Buffer, das heißt 4, also 3, 4. Jo, das funktioniert, glaube ich. Guck mal, Brutzel, Brutzel. Weg ist er, ja, perfekt, perfekt, das funktioniert. Ich habe was gelernt. Super, super, super. Das ist sehr schön, das freut mich. Ich habe jetzt, habe ich oben noch Blank Slates? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich lasse die hier erstmal durch pumpen. Und aua, aua. Sehr schön. Achso, nee, das brauche ich ja gar nicht hier. Stimmt ja. Weil hier brauche ich ja, sonst packt mir immer nur eins in die Kiste. Das wäre natürlich sau doof, deswegen brauche ich bloß eine halbe Rationing Pipes. Yay, super. Okay, gucken wir mal kurz, was wir denn hier so rumfliegen haben an Schlechts. Reinforced, reinforced. Okay. Wie viele? 8, 7, 7, also 14 Blank Slates. Gut. Moment, erstmal muss ich hier aufräumen. Hier ist ein bisschen Chaos. Das weg. Ich brauche jetzt quasi eigentlich nicht mehr so wirklich, obwohl. Lassen wir erstmal so. Okay. Ich hab gesagt 13. Nee, 14. Noch 9. Gut. Noch 9. Wir haben hier 100. Hier haben wir 2000. Flop. Und zack. Zwei reinwerfen. Sehr schön. Das läuft. Jetzt brauche ich halt nur noch irgendwie eine automatische Monsterfarm, die mir halt hier mein Blut reinschmeißt und dass ich mich selbst hier anpieken muss. So, jetzt ist die Frage, was kann Botania uns denn geben, damit wir hier ein bisschen Regeneration ernten? Terra-Steel würde es machen oder... Ich weiß nicht, aber ich glaube, die Ringe können das nicht. Aber die Ketten, was ist ja eigentlich? Flügel. Lol. Und hier, genau, die Teile.
Bla bla. Haste, Jump Boost, Regeneration. Aha, aha. Prismal Shutter, das ist aber. Das ist ja gemein. Das ist, Transmutation. Okay, Katalyst brauche ich dafür. Oh Gott. Gold, Ringwood und. Ah, ja, ja, ich verstehe, ich verstehe. Aber ich glaube, dafür brauche ich noch mindestens eine Zwischenfolge, damit ich das mal getestet habe. Zwei Brewing Stands, dafür brauche ich aber Blaze Rods und kriege ich. Oh Gott, Kompressor 5. Hässlicher Fisch. Bienen. Auch ein hässlicher Fisch. Echt? 5? Im Kompressor. Oh, das ist ja ätzend. Ansonsten. Healer. Was ist denn mit dem Healer? Das würde mich jetzt nochmal interessieren, ob der nur sinnvoll ist oder nicht, aber ich würde den gerne mal ausprobieren. Divination, was hast du? Achso, du hast ja, glaube ich, nix. Gut, ich lasse mich noch mal ein bisschen noch hier anpieken unterwegs und dann nehmen wir es erstmal wieder zur Seite hier. Das Magiegedönse. So, der Pika und den hier. Die ganzen Steine mal loswerden hier. Zack, 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 zack. Du auch. Und das Salz gehört in die Essenskiste. So, Healer. Healer. Also mit dem Healer können wir uns wahrscheinlich heilen, indem wir Strom benutzen. Das ist, glaube ich, Peace, also Creative Only. Gut, also ich brauche Electrum. Eye of Ender, das ist ja kein Problem. Monster Drops und Enderperle haben wir noch. Ja, dann hier noch zu angehen. Schwupp, Eye of Ender. Dann mache ich. Soll ich hier mal leer machen? Die brauche ich auf jeden Fall nicht. Die vielleicht. Das. Kann Ben da unten hin, aber. So, Moment. Tools, zack. So. Dann. Eye of Ender. Healer. Ach Gott, wir sind schon wieder weniger bei der Zeit. Ich würde sagen, nächstes Mal befassen wir uns mit dem Healer. Ich bin mal gespannt. Ich will ihn auf jeden Fall bauen, egal ob was bringt oder nicht. Also würde ich sagen, ja, bis dahin und ciao.